Der Berlin-Gipfel 2024 bezieht sich auf das 10. Gipfeltreffen des Berlin-Prozesses, das am 14. Oktober 2024 in Berlin stattfand. Dieser Gipfel ist Teil einer seit 2014 laufenden diplomatischen Initiative, die von Deutschland ins Leben gerufen wurde, um die westlichen Balkanstaaten näher an die Europäische Union heranzuführen. Teilnehmende Länder sind unter anderem Serbien, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Montenegro und Nordmazedonien. Der Gipfel fand unter der Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz statt, mit Beteiligung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sowie Vertretern von 9 EU-Mitgliedstaaten und internationalen Organisationen. Meine Damen und Herren, liebe Ursula, die 6 Staaten des westlichen Balkans sind Teil der europäischen Familie. Ihre Zukunft liegt in der Europäischen Union. Diese Erkenntnis ist nun wahrlich nicht neu, sondern den 6 Staaten vor mehr als 20 Jahren von der Europäischen Union in Thessaloniki wiedergegeben worden. Es wird also höchste Zeit, dass diesen Worten auch konkrete Taten folgen. Damit das geschieht, damit Europa zusammenwachsen kann in der Europäischen Union, hat Deutschland vor nun auch schon 10 Jahren den sogenannten Berlin-Prozess geschaffen. Seit 2014 bemühen wir uns, auf dem Westbalkan Gräben zu überwinden, sie zuzuschütten, neue Verbindungen zu knüpfen und die 6 Länder enger miteinander zu verbinden. Mein Dank gilt an dieser Stelle zunächst meiner Vorgängerin, die Prozess seinerzeit ins Leben gerufen hat. Ein Prozess, den ich gerne und mit höchster Priorität fortsetze. Nicht zuletzt die Zeitenwende macht deutlich, wie wichtig es ist, dass Europa zusammenwächst. Durch den Berlin-Prozess haben wir, die Länder des westlichen Balkans und die europäischen Partner, gemeinsam neuen Schwung in und für die Region erzeugt. Geleitet von den Prinzipien der Solidarität, der Gleichheit und der Kooperation. Diese Prinzipien haben auch unser Jubiläumstreffen heute geprägt. Ein Treffen, bei dem wir wichtige Fortschritte erreicht haben, die konkret das Leben der Bürgerinnen und Bürger in der Region erleichtern. Ein Beispiel, der gerade unterzeichnete Aktionsplan für den gemeinsamen regionalen Markt. Darin vereinbaren die 6 Staaten eine noch engere wirtschaftliche Zusammenarbeit für einen Wirtschaftsraum, der 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner einschließt. Er wird helfen, und das ist mir persönlich sehr wichtig, die Sozial- und Arbeitsstandards zwischen den Ländern der Region noch besser zu koordinieren und die Mobilität zwischen den Staaten weiter zu erleichtern. Ein zweites Beispiel ist das Mobilitätsabkommen zur Förderung des Studentenaustausches. Das Abkommen legt fest, dass Studentinnen und Studenten Hochschulen oder auch Universitäten in der ganzen Region besuchen können. So wächst eine Generation enger zusammen. Sie lebt, sie lernt und sie studiert miteinander. Außerdem ist heute eine gemeinsame Erklärung vereinbart worden, um bei der Bekämpfung irregulärer Migration und organisierter Kriminalität enger zusammenzuarbeiten. Und ein Aktionsplan zur Bekämpfung von Plastikmüll. Und eine Verpflichtung, die grüne Agenda für den Westbalkan bis 2030 zügiger umzusetzen. Deutschland unterstützt das mit der regionalen Klimapartnerschaft Deutschland-Westbalkan, die wir im vergangenen Jahr geschaffen haben. Bereits die Hälfte der bis 2030 vorgesehenen 1,5 Milliarden Euro wird bis Jahresende ausgezahlt sein. All diese Beispiele belegen, wie der Berlin-Prozess konkret dabei hilft, Grenzen zu überwinden zwischen den Ländern und auch in den Köpfen. Wie wichtig das ist, zeigt sich leider jeden Tag aufs Neue. Immer noch erschweren Konflikte der Vergangenheit die Zusammenarbeit heute. Auch darüber haben wir gesprochen. Der Dialog zur Normalisierung zwischen Serbien und Kosovo läuft nicht zufriedenstellend. Ich bestehe beiden Partnern gegenüber darauf, dass sie die eingegangenen Verpflichtungen vollständig umsetzen. Das ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger und für eine Zukunft dieser beiden Länder in der Europäischen Union. Und auch in anderen Ländern müssen wir nationalistische, spaltende Rhetorik feststellen. Das ist eine Gefahr für das Zusammenwachsen und das Zusammenleben in Frieden und Wohlstand.
Klar ist, nur gemeinsam werden diese Staaten der Europäischen Union beitreten können. Umso wichtiger ist die regionale Initiative zur gut nachbarschaftlichen Beziehung, die alle 6 Westbalkanstaaten heute angenommen haben. Damit betonen sie ihre Bemühung um Versöhnung und partnerschaftliche Lösung von Konflikten. Gerade ist es gelungen, beim mitteleuropäischen Freihandelsabkommen CEFTA weiterzukommen. Das wird die regionale Zusammenarbeit auf ein neues Niveau heben. Deutschland und der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für den westlichen Balkan, Manuel Sarrazin, haben sich seit mehr als einem Jahr für diesen Schritt eingesetzt. Und ich danke Kosovo dafür, im Vorfeld zu dieser Entscheidung wieder dauerhaft einen Grenzposten für serbische Waren zu öffnen. Das ist der Geist des Berlin-Prozesses, das Zusammenwachsen einer Region zu fördern, die so viel mehr verbindet als trennt. Meine Damen und Herren, wir blicken zurück auf 10 Jahre Berlin-Prozess und damit auf eine Erfolgsgeschichte. Ich bin entschlossen, sie mit großem Engagement fortzuschreiben, und ich hoffe, dass es nicht noch einmal 10 Jahre braucht, bis alle 6 Staaten endlich zu EU-Mitgliedern geworden sind. Schönen Dank. Und jetzt hat die Präsidentin der Kommission das Wort, liebe Ursula. Thank you very much. Good afternoon, everyone. We had a very good meeting. Herzlichen Dank. Guten Tag. Wir hatten ein sehr gutes Treffen. Herzlichen Dank, lieber Olaf, dass Sie dieses Treffen ausgerichtet haben. Ich habe mich sehr gefreut, hier teilzunehmen am 10. Jahrestag des Berlin-Prozesses. Zunächst einmal gab es Gelegenheit, zurückzublicken auf ein Jahrzehnt des Fortschritts zusammen mit unseren Partnern auf dem westlichen Balkan. Denn der Berlin-Prozess war immer der Architekt und der Befürworter und der Anker für ein solides Band zwischen uns. Und wir sind dankbar dafür. Sehr viel hat sich verändert. Es gab viele Konflikte. Turbulenzen haben ein geschärftes Bewusstsein geschaffen innerhalb der Europäischen Union, das Bewusstsein, dass eine größere Union auch eine stärkere Union ist und dass es unsere Verantwortung ist, neue Mitgliedskandidaten näher an uns heranzuführen. Deshalb haben wir dem westlichen Balkan die gleiche Solidaritätsmaßnahmen angedeihen lassen, die wir auch innerhalb der Union ergriffen haben. Ein Beispiel ist die Energiekrise. Wir haben den Haushalten auf dem westlichen Balkan geholfen, mit den hohen Energiekosten umzugehen durch unser Energieunterstützungspaket in Höhe von 1 Milliarde. Wir bauen jetzt die Infrastruktur auf, um den westlichen Balkan unabhängig zu machen mit 30 Milliarden Euro im Rahmen eines Investitionsplans. Und dann haben wir ein Programm zum Zivilschutz. Wir haben alle gesehen, dass es Waldbrände gab und auch die Überschwemmungen in Bosnien-Herzegowina. Und wir haben die Länder unterstützt in parallel zum europäischen Pfad. Und mein zweiter Punkt. Das war nicht der Fall vor 10 Jahren, aber heute ist die Erweiterung auf unserer Tagesordnung ganz oben. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann sehen wir eine Zukunft, in der alle 6 Länder des westlichen Balkans Teil der Europäischen Union sind. Um dorthin zu kommen, müssen wir Lehren ziehen aus der Erweiterungsrunde 2004. Die erste Voraussetzung ist die Anpassung und Übernahme unserer Werte, der Respekt für Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit. Und die zweite Bedingung ist die frühe wirtschaftliche Integration. Und deshalb spielt der Berlin-Prozess eine Schlüsselrolle. Es war immer die treibende Kraft hinter der wirtschaftlichen regionalen Integration. Und der Berlin-Prozess ist also eine Förderung geworden für den regionalen Markt. Es ist wichtig, dass dieser gemeinsame regionale Markt reibungslos funktioniert, denn es ermöglicht es den Ländern, Handel zu treiben, Innovation voranzubringen und Arbeitsplätze zu schaffen. Es bringt die Region näher an uns heran und die Wirtschaft näher an unseren Binnenmarkt heran. Ich begrüße also die Einigung, die getroffen wurde im Rahmen auch auf Ebene von CEFTA. Ich begrüße insbesondere, dass Einschränkungen zu Exporten
von Serbien nach Kosovo aufgehoben werden. Ich beglückwünsche beide Seiten für ihren politischen Willen. Und ich gratuliere Ihnen, Olaf, für die Vermittlungsbemühungen. Denn das ist ein konkreter Schritt hin zur Normalisierung. Ich begrüße heute auch die Unterzeichnung des neuen Aktionsplans zum gemeinsamen regionalen Markt. Je besser der regionale gemeinsame Markt funktioniert, desto besser werden die Wirtschaften des westlichen Balkans in unseren Binnenmarkt integriert werden können. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Wir brauchten eine Brücke zwischen dem gemeinsamen regionalen Markt und dem europäischen Binnenmarkt. Und diese Brücke ist unser Wachstumsplan für den westlichen Balkan. 6 Milliarden Investitionen. Es ist kein Zufall, dass ich diesen Wachstumsplan letztes Jahr beim Gipfel in Tirana vorgestellt habe. Der Grund ist ganz einfach. Der Wachstumsplan und der Berlin-Prozess sind miteinander verknüpft. Mit dem Wachstumsplan öffnen wir die Tür zu bestimmten Sektoren des Binnenmarktes. Und um diese Öffnung zu nutzen, müssen die Länder des westlichen Balkans Reformen voranbringen. Und diese Reformen werden unterstützt durch europäische Investitionen in jedem einzelnen Land. Und Fortschritt, der Fortschritt ist greifbar. Wir haben unsere Partner gebeten, ihre eigene Reformagenda zu erarbeiten im Rahmen dieses Wachstumsplans. 5 von 6 Reformagenden werden diese Woche angenommen, und das bedeutet, dass Auszahlungen von 6 Milliarden Euro im Rahmen dieses Wachstumsplans vor Jahresende gezahlt werden können. Das wäre ohne den Berlin-Prozess nie möglich gewesen. Die harte Arbeit des Berlin-Prozesses ist eine Erfolgsgeschichte. Es ist eine lange Straße, aber wir bewegen uns nach vorne. Und vielen herzlichen Dank, dass Sie den Berlin-Prozess hier heute ausgerichtet haben. Herr Bundeskanzler, Sie haben bei Ihrer Eingangsrede von einer neuen Dynamik im Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo gesprochen. Die Frage ist, wie konkret stellen Sie sich diese neue Dynamik vor und welche Schritte halten Sie für entscheidend, um Fortschritte in diesem langwierigen Konflikt zu erzielen? Und die zweite Frage geht an beide. Es hat 10 Jahre Berlin-Prozess. Es hat ein bisschen den Eindruck hinterlassen, dass es auf der Kosten der Demokratie in diesen Ländern gegangen ist. Also Milorad Dodik spricht immer noch von Unabhängigkeitsreferendum. Serbien bekräftigt seine strategische Partnerschaft mit Russland auch nach dem Ukraine-Krieg. Gleichzeitig verlegt es weiterhin Militär in die Nähe der kosovarischen Grenze. Sind Sie sicher, dass der Berliner Prozess, der auch nationalistische Akteure mit einbezieht, nicht unbeabsichtigt diese Kräfte stärkt? Wäre es nicht sinnvoller, die Strategie zu überdenken und verstärkt die demokratischen Kräfte in der Region zu unterstützen? Ja, schönen Dank für die Frage. Zunächst mal, es ist ganz klar, wir sind sehr froh darüber, dass wir die Entwicklung des gemeinsamen regionalen Marktes voranbekommen, dass wir jetzt dieses Abkommen abgeschlossen haben, was Sie konnten ja der Zeremonie auch beiwohnen. Das war für uns sehr wichtig, und dazu mussten Serbien und Kosovo Voraussetzungen schaffen, damit das auch tatsächlich möglich ist, zuletzt die Grenzöffnung. Insofern ist da Dynamik in dieser Entwicklung. Wir haben auch Vereinbarungen, die zwischen den Ländern abgeschlossen worden sind, wo wir immer nur sagen, wir wünschen uns, dass die jetzt vollständig auf beiden Seiten umgesetzt werden. Denn was man nun tun muss, ist ja schon letztendlich zwischen allen besprochen. Das ist etwas, das eine gute Ausgangsposition ist, in der wir nicht verharren sollten, sondern aus der wir jetzt mit dem, was heute passiert ist und jetzt hier zusammengekommen ist, diese Dynamik dann auch nutzen sollten für weiteren Fortschritt. Und insgesamt, glaube ich, kann man für diese Region insgesamt sagen, und nicht nur was die beiden Länder betrifft, wir müssen dafür Sorge tragen, dass all diese Staaten, die sich irgendwann gemeinsam in der Europäischen Union befinden wollen,
nicht ständig versuchen, den Prozess mit bilateralen Vorbehalten aufzuhalten. Es bleibt eine Verständigung zwischen der Europäischen Union und dem einzelnen Land und die muss merit-based sein. Die muss darauf beruhen, dass man den europäischen Acquis erarbeitet, akzeptiert, im eigenen Land einführt und dann ist man sehr dicht beim Beitrittsprozess. Das werden wir weiter unterstützen, aber ich glaube, hier ist sehr viel gelungen und ohne die Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, aber auch viele andere, wäre das nicht möglich gewesen. Es ist Prestige und Commitment, dass wir als Deutschland auch unbedingt hier investieren, damit alle Staaten am Ende in der Europäischen Union landen. Und natürlich ist das ein Problem, das war ja die zweite Frage, dass es so lange dauert. 20 Jahre ist das nun her, seit der Entscheidung oder dem Angebot in Thessaloniki. Und es braucht dann immer wieder neue Geduld, sich dran zu machen. Und darum ist auch dieser Berlin-Prozess so wichtig, weil er in Wahrheit ein klares Commitment darstellt. Alle wissen, da sind welche, die wollen das wirklich, auf die können wir uns verlassen. Und wenn wir uns in unseren Ländern anstrengen, dann wird sich das auch auszahlen. Und darauf können sich wirklich alle verlassen. Yes, I want to add to that one too, that ich möchte dem noch etwas hinzufügen. Natürlich haben wir in den letzten 20 Jahren eine lange Phase gesehen, als in der Erweiterung nicht auf der Tagesordnung stand. Im Gegenteil, es war ausgeschlossen. Das hat sich komplett in den letzten Jahren verändert. Ich muss auch sagen, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine Klarheit geschaffen hat. Man muss sich entscheiden, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen will, auf der Seite des Völkerrechts. Und alle Länder, die sich bewerben um EU-Mitgliedschaft, waren ganz klar und haben sich auf die Seite der Demokratie gestellt und der Verteidigung des Völkerrechts. Und ein zweites Element, das so wichtig ist, abgesehen vom politischen Element, und damit meine ich die wirtschaftliche Entwicklung. Wir wissen, dass eine der Erfolgsgeschichten innerhalb der Europäischen Union und der Erweiterung der Europäischen Union ist, nämlich der Zuwachs an BIP, an Wachstum und Wohlstand. Deshalb, das ist der Grund, warum wir an diesem Wachstumsplan arbeiten, zusammen mit dem Berlin-Prozess, der die Tür teilweise öffnet, Vorbeitritt, Zutritt zum Binnenmarkt, sodass die Früchte des Binnenmarkts und mehr Handel passieren kann und einen positiven Effekt haben auf den Wohlstand in diesen 6 Staaten. Bundeskanzler, ich hätte ganz gerne noch mal dem Handelsabkommen CEFTA gefragt. Frau von der Leyen, hier hinten. Genau. Vielleicht können Sie noch mal kurz erläutern, was wirklich die praktischen Vorteile sind. Denn die Ökonomen sagen ja, dass diese 6 Länder eigentlich von ihrer Wirtschaftsstruktur her so ähnlich sind, dass ein Handelsvertrag zwischen ihnen nicht ganz so viel bringen könnte. Also vielleicht können Sie das noch mal bitte erläutern, wo da die konkreten Vorteile sind. Und an Sie beide noch mal die Frage, weil Sie das jetzt eben betont haben, nach dem Beitrittsdatum. Herr Bundeskanzler, Sie haben eben gesagt, dass diese 6 Länder nur im Block beitreten können, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann würde ich nachfragen, wie Sie es sehen. Und dass es keine weiteren 10 Jahre dauert. Heißt das, dass wir uns darauf einstellen können, dass es Beitritte schon vor 2030 geben wird? Rumänien und Bulgarien sind ja auch beigetreten, ohne dass alle Kriterien erfüllt waren. Danke. Also nochmal zu dem Freihandelsabkommen, zu dem Abkommen, das da abgeschlossen ist, ist natürlich notwendig. Es sind auch viele Dinge damit verbunden, weil das ist ja eigentlich das Irritierende. Das sind Länder, die nicht so groß sind, die dicht beieinander liegen und die mehr Handel mit Deutschland haben als untereinander manchmal, nicht immer. Aber es ist jedenfalls doch etwas, wo unglaublich viel zusätzliches Wachstum generiert werden kann, wenn die rechtlichen Barrieren, die nun so über die Jahre entstanden sind, wo Dinge unterschiedlich geregelt sind und einen einfachen Austausch von Waren, Gütern und Dienstleistungen erschweren, auch von Personen, die in anderen Ländern arbeiten wollen, mit Schwierigkeiten verbunden sind, dass das aufgehoben wird. Und das ist einfach auch an der Infrastruktur, ausreichenden Grenzübergängen, die dann auch funktionieren und wo nicht ständig kontrolliert wird und man im Stau steht, dass das alles dort passiert. Das hat was zu tun mit der Frage, dass wir auch Infrastrukturen weiterentwickeln zwischen den Ländern, damit die Ressourcen gemeinsam genutzt werden können. Und alles das ist mit diesen Dingen auf den Weg gekommen. Ansonsten bleibt es dabei, dass wir
eine gemeinsame Perspektive für alle entwickeln wollen. Aber es wird Länder geben, die sehr schnell fertig werden. Das kann man auch schon absehen und alle Bedingungen erfüllen. Die werden wir dann nicht aufhalten. Das, glaube ich, ist niemandes Sicht der Dinge. Aber alle müssen wissen, dass sie in einer gemeinsamen Zukunft sein werden und dass man sich nicht wechselseitig blockieren kann, sondern dass man letztendlich nur durch das, was man selber macht, den Raum dafür schafft, dass man beitreten kann. Yes, and I can pick up exactly there. What is... Und vielleicht darf ich noch hinzufügen, warum ist CEFTA so wichtig, die Deblockade des Prozesses? Es ist ganz wichtig, dass es den politischen Willen gibt zur Zusammenarbeit. Die Psychologie dahinter ist ebenfalls wichtig. Der Wachstumsplan ist ganz klar. Er besagt, du kannst die anderen nicht blockieren. Sie müssen an ihren eigenen Wachstumsplänen arbeiten. Den einzigen, den sie blockieren, der bist du selbst. Also wenn man also die Vorzüge des Binnenmarkts genießen möchte, muss man seine Hausaufgaben machen und habt keine Konflikte mit den anderen. In der Tat, was die zweite Frage betrifft, es ist ein Prozess, der auf Verdiensten beruht und es wird so ein Prozess bleiben. Je mehr Beitrittskandidaten nach vorne schreiten, desto besser ist es. Aber es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten und Errungenschaften und Erfolge. Wir werden das am Ende sehen, aber wir sollten uns ganz klar an die Prinzipien halten, dass es ein Prozess ist, der auf Verdiensten basiert. Herr Bundeskanzler, Taiwan hat sein Militär in höchste Alarmstufe versetzt, weil es eine chinesische Militärübung gab. Wie besorgt sind Sie und wie reagieren Sie darauf? Und Frau Kommissionspräsidentin, die USA haben neue Sanktionen gegenüber Iran angekündigt. Plant die EU etwas Ähnliches und wann wird das passieren? Die Politik, die wir über viele Jahre verfolgen, was Taiwan betrifft, daran ändert sich jetzt nichts in dieser Situation. Wir schauen natürlich genau hin und für uns ist auch immer klar, wir gehen davon aus, dass niemand versucht, mit Gewalt an der Situation, wie sie zwischen Taiwan und der Volksrepublik stattfindet, etwas zu ändern, was uns nicht davon abhält, die Dinge genau zu betrachten. Yes, actually, I can inform you that today the ich kann Sie darüber informieren, dass der Rat heute eine Entscheidung zu Sanktionen gegen Iran getroffen hat. Der Grund ist, Iran unterstützt den russischen Drohnenterror. Unschuldige Menschen sind getötet worden und das wäre nicht möglich ohne den Nachschub aus dem Iran. Und deshalb senden wir mit diesen Sanktionen gegen Iran eine klare Botschaft aus, Unterstützung für Terror und diesen illegalen Krieg haben ernstzunehmende Konsequenzen. Häufig vor, dass Sie gemeinsam vor die Presse treten. Deswegen würde ich gerne die Gelegenheit ergreifen und Sie etwas grundsätzlicher zu Ihrer Zusammenarbeit zu fragen. Es haben sich da ja zuletzt größere, tiefere Gräben aufgetan, vor allen Dingen beim Thema der Strafzölle auf chinesische E-Autos. Was bedeutet das, man kann ja fast schon von einem Zerwürfnis reden, was bedeutet das für Ihre weitere Zusammenarbeit und vor allen Dingen an Sie, Frau von der Leyen, wie zuversichtlich sind Sie, dass Sie bis Ende des Monats dann noch zu einer Lösung mit China kommen, damit diese Strafzölle nicht in Kraft treten? Nur weil man etwas fragend in den Raum wirft, wird es noch kein Fakt, wenn ich mir das erlauben darf. Wir jedenfalls telefonieren sehr eng und viel oft miteinander, auch direkt, ohne die ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben, uns durch andere verbinden zu lassen. Das ist immer sehr intensiv und ausführlich und hilft auch dabei, die Politik miteinander zu koordinieren. Natürlich gibt es Fragen, die ich als deutscher Bundeskanzler zu lösen habe, über die wir auch gesprochen haben. Und ich will gern sagen, dass es unverändert. Ich habe auch den Eindruck, unsere gemeinsame Hoffnung ist, dass es bis Ende Oktober eine Verständigung mit China geben wird.
Ja, die Zusammenarbeit ist gut und sie ist intensiv und in der Tat, man kann unterschiedliche Positionen haben, aber deshalb arbeiten wir gemeinsam am Fortschritt Europas. Hier geht es um Ausgleichszölle, das ist ganz wichtig, die in diesem sehr klaren Verfahren verhängt werden. Es geht darum, dass wir Fairness für den Produktionsstandort Europa herstellen und dass wir ein Level Playing Field haben. Das ist das Entscheidende, dass diejenigen, die zu unserem Markt kommen, unter fairen Wettbewerbsbedingungen hier auf diesem europäischen Binnenmarkt konkurrieren und dass wir keine Verzerrungen haben dadurch, dass außerhalb der Europäischen Union in der Produktion große Subventionen gegeben werden. Wir verhandeln mit China. Wir verhandeln mit China, was kann der Ausgleich sein, der statt der Ausgleichszölle zum Beispiel angeboten wird. Und da geht es um die Frage von Preisverpflichtungen, die im Raum stehen, Investitionen in Europa. All dies sind Fragen, die auf dem Tisch sind. Wie immer bei Verhandlungen, man hat erst alles verhandelt, wenn das letzte Stück auch verhandelt ist. Wichtig ist, die Verhandlungen können auch und werden würden auch über den Tag hinausgehen, an dem die Ausgleichszölle in Kraft treten würden. Also das ist für den Verhandlungsprozess wichtig zu wissen, dass er nicht abrupt unterbrochen würde, wenn die Ausgleichszölle in Kraft treten, sondern dass ein Verhandlungsprozess auch weitergehen kann. Entscheidend ist für uns ein Ausgleich für die Subventionen, die in China bei der Produktion gegeben werden. Mein Lieber. Damit ihr auch seht, dass wir in der Lage sind.